Moin zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um zu erfahren, wie es in meinem Abzugladen weitergeht in Matzes bestem Zoo bei Planet Zoo. Letztes Mal haben wir schon ein schönes Gehege gebaut für unsere Erdferkel, denen geht es aber noch nicht so hundertprozentig gut, denn die Lebensqualität, die ist noch ein bisschen zu gering. Wir haben nämlich noch keine Lebensqualität steigernden Objekte, aber die Forschung, die haben wir schon angefangen und im Off hat es auch schon die erste Forschungsstufe gegeben. Wir schauen uns das mal an. Hier Erdferkel, der Federico Bayer, der hat schon alles gemacht, was er tun kann. Und wir schauen mal, was wir jetzt Schönes haben. Vielleicht ist was dabei, was die Lebensqualität beträchtlich erhöht. So, das Ganze finden wir unter Gehege. Lebensqualitätsobjekte. Und wir geben hier mal das Erdferkel in den Filter ein. Und haben den Futterspender. So. Schön mal in die Mitte. Und wir lassen mal laufen, glaube ich. Und dann sehen wir es schon. Lebensqualität geht hoch. Wir klappen das mal auf. Sehen nichts. Gehen mal hier rüber. Der bringt 20 Punkte ein. Das ist gut. Beschäftigung haben wir noch nichts. Da müssen wir noch mal ran. Aber fürs Erste läuft das hier ganz gut. Was wir aber nicht haben, ist noch einiges an Peripherie für die Mitarbeiter. Und da wollen wir noch mal ran. Wir haben hier so ein paar schöne Meldungen. Wir brauchen einen Mitarbeiterraum, wir brauchen eine Werkstatt, wir brauchen Quarantäne. Und ja, das sind natürlich meine entlassenen Leute hier. Wir bauen das nochmal um. Ich möchte das gerne alles über einen Mitarbeiterweg hier erreichbar haben. Und so wird das natürlich nichts, ne? Das kommt weg. Und wir ziehen diesen Weg hier hinten nochmal ein bisschen lang. Mal in 90 Grad. Reicht jetzt erstmal, die Forschung haben wir. Die Tierpflegehütte muss mal direkt daneben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssten wir die hier eigentlich erstmal tauschen. Forschung erstmal hier hin. Das machen wir gleich noch schön. Erst kommt die Tierpflegerhütte. Die muss doch so nah wie es geht. Ups. Irgendwie hier dran, aber warum sie sich jetzt nicht mit diesem Weg hier connected, müssen wir jetzt noch ergründen. So, da haben wir es doch. Jetzt kommt die Forschungsstation direkt daneben. Wunderbar. Haben wir jetzt noch kleine Einrichtungen, die da vom Platz hinpassen. Die Arztpraxis ist größer. Wir nehmen das mal weg. Filtern mal nur nach den Mitarbeitereinrichtungen. So, Forschung haben wir. Quarantäne brauchen wir. Arztpraxis brauchen wir, die ist groß. Handelszentrum haben wir vorne. Die Pflegerhütte haben wir. Die Werkstatt, die passt da noch wunderbar hin. Und dann können wir jetzt den Mitarbeiterweg, upsala, falsche Taste, einmal hier um die Ecke bauen und setzen jetzt den Mitarbeiterraum birnseitig hier dran. So ist das doch okay, oder? Ein bisschen näher. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, wie die Tierarztpraxis dahin passt und der Quarantänebereich. So, dann müssen wir den Weg nochmal ein bisschen besser dran bauen. Und Quarantäne haben wir. Ich bin blind. Da. Und den setzen wir auch schön eng hier dran, damit wir keinen Platz verschwenden. Jetzt können wir nämlich den Weg hier für die Besucher langziehen. Später. Oh, jetzt nehmen wir die 90 Grad wieder raus. Gehen wir auf 15 zurück. Und ziehen den einfach mal hier vorbei. Und können uns überlegen, ob wir hier ein paar Bäume reinsetzen.
um das Ganze ein bisschen, ja, optisch mal abzutrennen. Da ist jetzt der Affenbrotbaum ein bisschen groß vielleicht. Der Kleine, der passt hier gut hin. Der Kleine, sage ich. Was haben wir denn noch? Ein bisschen Farn, der kann hier in die Ecke. Ist aber auch ganz schön groß. Nein, das ist zu groß, das macht keinen Sinn. Wir gucken mal. Baumfarn. Ist zu klein. Wir wollen was Buschiges. Eine Araucaria, die ist mir auch zu groß. Schön. Ach, eine Buche. Die nimmt das aber echt gut ein hier. Das ist doch schön. Natürlich auch sehr, sehr groß. Aber damit kriegen wir in der Tat hier ein bisschen Optik. Ach, da müssen höhere Sträuche hin. Was haben wir denn da noch? Ja. So ist das doch fein, oder? Lohe ist zu klein. Eiche ist natürlich jetzt wieder ein bisschen groß. Elefantengras. Ja, Elefantengras. Sehr schön. Und dann sehen doch die Besucher gar nicht, was hier ein hässlicher Schandfleck ist. Hier müssen wir noch ein bisschen was hinmachen. Keine Bäume, nein. So, sieht das doch ganz gut aus, oder? Wunderbar. Haben wir das doch einigermaßen versteckt hier hinten? Und dann gehen wir mal in die Meldung rein. Alles weg, bis auf mein entlassenes Personal. Wunderbar. Und die Schweinchen, die sollten sich jetzt, die Erdferkel, irgendwie auch hoffentlich bald wohl genug fühlen, um sich zu vermehren. Dann gibt es kleine Erdferkel-Kids. Wie heißen die eigentlich? Wären das dann Erdferkel-Ferkel? Ja, ich glaube schon. So, Winda, dir geht's gut. Du brauchst keinen Tierarzt, du brauchst keinen Pfleger. Wir können weitermachen. Und wir fragen uns jetzt mal, wie es mit den nächsten Tieren ausschaut. Wir machen mal ein bisschen Play und lassen die Zeit mal laufen. Aber wir könnten natürlich auch noch ein bisschen Temperatur hier reinmachen bei den Erdferkeln. Das ist ja doch zu warm. Wir wollen ja 16 bis 40 Grad. Umgebung, Bepflanzung habt ihr jetzt wenig, okay. Da können wir auch noch mal gucken. Gelände, ein bisschen mehr Sand können wir noch machen, ja. Aber das ist unwesentlich, denn es geht ihnen eigentlich gut. So, Temperatur kriege ich irgendwie gerade keinen Hinweis. Naja, ist okay, oder? Gibt noch mal irgendwie ein bisschen ein Büschelchen, würde ich sagen. Graslandschaft, Tropen und wir sind in Afrika, ne? Pflanzen, Filter, wir nehmen Tropen rein, Graslandschaft und wir nehmen afrikanisch. Was haben wir denn Schönes? Mittelgroße Brennnessel, naja. Große Brennnessel. Gibt 2% immerhin. Damit wir hier für die Zuschauer auch noch ein bisschen was Grünes haben, was wir sehen können, ne? So, aber wir wollen nicht nur Brennnesseln haben. Nehmen auch noch ein Bäumchen mit rein. Hier, schön. So, nicht zu viel, ne? Das wollen die ja auch nicht. Das reicht denen schon. Und jetzt wollen wir sehen, wie ihr eure Kohle da einwerft, bitte. Hier ist noch eine Spendenbüchse. Die hat auch schon ein bisschen was gebracht. Die hier ist natürlich echt der Renner. Das ist gut. Und ich kann euch sagen, ich habe schon eingekauft im Off. Deswegen, ihr seht, ich habe keine Arterhaltungspunkte. Ich habe mir natürlich meine Boni immer geholt. Hier ist die Werkstatt.
Habe ich vergessen, oder? Nee. Wie's? Ach nein, Quatsch, das ist mein Handelszentrum, um Gottes Willen. Matze, Matze, Matze. Ich habe eingekauft. Da sind wir eigentlich genau richtig. Und? Ein Pärchen afrikanische Wildhunde. Jo, das, was ich für mein Geld kriegen konnte, ne, habe ich mir geholt. Nicht so sehr groß, das Männchen, aber hier sehr fruchtbar, das wollen wir. Einigermaßen langlebig. Und das Weibchen hier bei allem ganz gut dabei. Und wir gucken uns das mal. Was gibt's hier? Herausforderungen. Ja, da können wir irgendwie auch mal nachgucken. Aber nicht jetzt. Wir haben Spieler auf Besuch. Wir gucken mal. Das ist natürlich auch cool. Andere Spieler können hierher kommen. Ist die Frage, ob das echt echte Spieler sind. Oder ob deren Chars nur einfach in der Off-Zeit mir hierher geschickt werden. Aber ich kann jetzt daher gehen. Und Hallo sagen. Schwupps. Und das bringt mir 20 Art Erhaltungspunkte. Das ist also super. Geiles Feature. Wenn ich das also immer merke, immer schön mitnehmen. Was können wir noch? Können wir noch was machen? Ja, haben wir schon. Gut. Haben wir gemacht. Okay. Erdferkelchen. Oh, wie süß, oder? Liegen da und pennen. Na, ihr? Das ist so toll. Das gefällt mir richtig gut. Guckt euch mal die Ohren an. Die sind doch so geil. Und wie es da rumrüsselt. Total relaxed, obwohl die Leute zuschauen. So muss das sein. Also, ich habe ja im letzten Spiel in der Beta schon mal probiert, mit den Wildhunden anzufangen, aber das war so kurz vor Ende. Spieler auf Besuch. Ja, sagen wir nochmal Hallo. Wunderbar. Das gibt ja richtig Punkte hier. So. In der Beta habe ich schon mal probiert, aber es war kurz vor Ende der Beta und ich hatte keine Zeit mehr, das ordentlich zu machen. Was geht jetzt los? Kein erreichbaren Mitarbeiterraum mit genug Platz gefunden. Wir gucken mal, was los ist. So, der ist leer. Geht dieses Drama schon wieder los? Das hatten wir schon mal und ich habe es nicht verstanden. Jetzt ist die Frage, wo mein Zoopfleger ist. Irgendwo putzt er bestimmt hier rum. Da. Könnte eine Pause gebrauchen, ja. Dann macht das doch. Mitarbeiterraumvorteil leer. Warum gehst du eigentlich nicht hin? Wollen wir das mal kurz beobachten? Nee, er war gar nicht leer. Er war schon besetzt. So ist das nicht. Der ist schon ziemlich voll. Und jetzt sollte mein Zoopflegerchen wahrscheinlich dahin stapfen, oder? Also, der Raum ist schon genutzt und überfüllt. Kapazität 3 von 4. Jetzt kann er wieder Pause machen. Kümmern wir uns nicht darum, kümmern wir uns in der Tat lieber um die Wildhunde. Wir machen mal wieder ein Päuschen und gucken mal in die Zoopedia rein. Stark gefährdet, das ist gut. Und ich habe ein Pärchen, das ist natürlich richtig toll. So, natürlich Afrika. Ich habe extra geguckt nach einem Tier aus Afrika, dass ich hier so ein bisschen eine Afrika-Ecke machen kann. Wir brauchen hier, ja, roundabout 1200 Quadratmeter. Also 30 mal 40. Heißt 8 mal 6, 5 Meter lange Barrieren. Kein Wasser, nichts zum Klettern, Grad 2. Also können wir genauso machen wie hier. Mit Wellblech und Maschendraht. Und jetzt ist die Frage, wo beginnt das Gehege? Ich würde irgendwo hier am Eingang beginnen wollen. Da schauen wir doch mal. Wir stecken jetzt erstmal mit Wellblech ungefähr die Größe ab, würde ich mal vorschlagen. Ja, die Frage ist, Moment. Machen wir das hinten lieber hier, wo diese Tierpflegerhütte ist. Das macht ja ein bisschen mehr Sinn. Dann können wir hier vielleicht auch Platz lassen, später für die Zooeisenbahn. Oder für einen dicken Weg runter, der die Leute umverteilt. Ja,
Das machen wir. Ich gehe einfach mal hier hin. So, wir haben 15 Grad Winkel, 5 Meter Länge, 2 Meter Höhenausrichtung. Wir haben jetzt mal kein Fenster drin. Ja, das ist soweit okay. Hier können wir eigentlich die Beschränkung mal rausnehmen. Macht jetzt eigentlich bei den Gehegen keinen großen Sinn. Ich fange einfach mal hier an. So, und dann sagen wir hier mal so ungefähr 8 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen um die Ecke. 8 mal, was haben wir gesagt? 6 ungefähr. Dann haben wir 40 mal 30, also 1200. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Kurve, dann passt das auch. Und dann gibt es ungefähr 1200 Quadratmeter, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das trifft jetzt nicht so toll hier. Dann nehmen wir das mal weg. Und schließen hier an. Okay. Groß genug sollte das sein. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Maschendrahtzaun noch reinbringen. So, zumindest mal hier, wo die Leute langlaufen. Wunderbar. Jetzt braucht man natürlich noch einen Tierpflegeeingang. Den stellen wir schön hier an die Seite. Aha. Einfach hier hin. Okay. Was ist jetzt los? Meine Maus hing. Das macht sie immer mal wieder. Ich sollte eine neue kaufen. So. Tierpflegeeingang. Der sollte aber eigentlich einen Mitarbeiterweg haben. Ich glaube, das kriege ich aber jetzt hier gar nicht dran. Nee. So, groß genug ist das Gehege. Jetzt können wir noch ein bisschen die Form anpassen. Wir gucken nochmal. 1572, das ist doch gar nicht schlecht. So wollen wir das haben. Und wir machen erstmal ein bisschen Einrichtungen. Die nötigen Sachen hier. Natürlich ist es unter Gehege. Schlafmöglichkeiten. Rückzugsort. Einfach Holz. Machen wir mal 2 Stück. Einen hier. Och, machen wir noch einen größeren. Nein. So. Dann heben wir das Gelände mal ein bisschen an, oder? Brauchen kein Wasser. Deswegen machen wir jetzt auch mal keins hier hin. Gab es doch irgendwo noch so einen Aufrauen-Modus, oder? Das Ganze ein bisschen natürlicher gestalten lässt. Der ist mir hier ein bisschen zu hoch geworden. Das finde ich nicht so schön. Ich habe hier keine Bergtiere. So. Wir schauen mal nach Futter und Wasser, genau. Wir haben jetzt aber keine Erdferkel, nein. Wir haben jetzt
Wildhunde. Nehmen wir kleine Essenstabletts. Einmal hier hin. Ja, das lässt sich jetzt nicht so gut platzieren, wie ich es gerne hätte. Einmal dahin. Wasserspender. So, da haben wir Wasserleitungen. Jetzt würde ich sagen, lassen wir die beiden mal kommen. Schauen mal, was sie noch so wollen, damit wir den Boden anpassen können. Und so weiter. So, die sind im Handelszentrum. Die werden mal verlegt. Einmal hierhin. Und dieses Gehege heißt dann natürlich nicht Gehege 4. Das heißt jetzt Wildhunde. Und jetzt stellen wir einfach mal noch ein paar Leute ein. So, ein Tierpfleger. Und für den brauchen wir erstmal einen Arbeitsbereich, würde ich sagen. Wir machen doch eine kurze Pause, sonst gibt das zu viel Chaos hier. So, Arbeitsbereiche. Wir brauchen einen neuen. Das ist dieser hier. Den nennen wir Wildhunde. Dann ist dieses Gehege dabei. Das ist gut, das reicht. Dieses geben wir dem Tierpfleger, damit auch immer einer da ist. Der Techniker, der macht zwei, oh ne, keinen neuen. Das ist jetzt natürlich ein Ding, den machen wir weg. Wie kriegen wir den Techniker dazu, beide Gehege zu machen? Können wir ihm, eine gute Frage, in der Tat zwei Arbeitsbereiche zuweisen? Nicht so direkt, ne? Vielleicht machen wir dann auch einen, der Afrika heißt. Jetzt nehmen wir erstmal noch einen neuen Techniker hinzu. Ich will da nicht zu wenig von haben. Und dieser Afrika-Arbeitsbereich könnte dann alles beinhalten. So, wir gucken nochmal. Kleine Pause. Nein, wir müssen in den Zoo. Der zweite Techniker, der macht auch die Wildhunde. So, aber beim Tierarzt haben wir jetzt das Thema schon wieder. Ich würde dem gerne zwei Arbeitsbereiche zuweisen, das geht aber nicht. Ich muss einen machen, der beides beinhaltet. Ja, dann machen wir noch einen neuen. Machen wir das anders, okay. Also, einen neuen Arbeitsbereich. Den nennen wir Ferkel plus Hunde. Und der beinhaltet dieses hier. Was ist das denn? Ist doch nicht Gehege 3. Also mit den Arbeitsbereichen, das wird, glaube ich, noch spannend, wie wir das am Ende organisieren. Wieso ist das Gehege 3? Da müssen wir gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall wird ein Tierarzt, der hier, der wird beide Bereiche betreuen.
2 Pfleger, das ist gut. 2 Techniker. Ja, das können wir jetzt eigentlich... Ach, was soll's, das stellen wir um. Der Zoopfleger, der macht auch alles. Hat erstmal keinen Arbeitsbereich. Okay. Wo bleiben sie denn? Jetzt müssten sie doch mal langsam kommen, gleich. Was ist hier los? Auf dem dümmsten Weg zum Handelszentrum, ja. Kommt die erste Kiste. Dann empfangen wir dich mal. Ah, oh, geil. Es gibt schon Erdferkel-Nachwuchs. Also, er wird kommen. Hallo. Ein bisschen dunkel gerade für die Kamera hier, ne? Da haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen gucken, wie es dir geht. Dein Wohlbefinden. Rückzug haben wir. Wir haben zu wenig langes Gras. So, wir haben zu viel Erde. Das war jetzt natürlich dumm hier durch dieses Auftürmen. Ist hier die Erde reingekommen? Das müssen wir ein bisschen stärker machen. Wunderbar. Ein bisschen Fels, ja. Ein bisschen Sand. Auch ein bisschen mehr Fels. Jetzt haben wir zu wenig kurzes Gras. Und das ist alles gerade wieder weg, das ist doch doof. Naja, aber es passt doch eigentlich, ne? Sie sind doch zufrieden. So. Und die Lebensqualität fehlt. Und da müssen wir jetzt doch mal rangehen, weil wir haben doch irgendwie zu wenig Forschung hier. Ich würde sagen, hier stellen wir noch ein Forschungszentrum hin. Ein zweites. Und wir müssen ja auch noch Technikforschung betreiben. Das kommt ja auch noch. Einrichtungen. Nehmen wir noch ein kleines, stellen es direkt hier neben. Ran. So. Und jetzt können wir auf jeden Fall nebenbei eine Technikforschung machen, oder? Schwupps, das haben wir. Erdferkel. Da können wir mit der Forschung mal weitermachen, hätte ich fast gesagt. Nein, aufhören. Wir machen in dem einen Forschungszentrum in der Tat die Wildhunde und in dem anderen die Technik, oder? So. Federico, du machst jetzt dieses hier. Und bei der Technikforschung, da setzen wir, jetzt müssen wir gucken, ich glaube, die Bernadette ist es. Was nehmen wir denn? Gehege, Designs, Barrieren, Imbissstände. Oh je. Alles wichtig, oder? Ich will erstmal mit den Gehegen flexibler werden. Bernadette, du machst Gehege. Ja, so wird das laufen. Das ist der Plan. Es dürfte jetzt nochmal hell werden. Na, komm schon. Ist noch ein bisschen langweilig hier, gell? Wenn die rennen, kriegt man sie nicht geklickt. Einmal hätte gereicht. So, Ernährungszustand. Ist hier ausgelastet? Nee, ist keiner da. Kommt da das Futter?
nicht so richtig, okay? Ja, macht sauber, aber die wollen doch was essen. Was essen wollen die beiden? Vielleicht sollten wir 3 Jäger für 2 Gehege haben. Ah, wie denn da? Hm, wann dauert's? Wann kommt's denn? März. November haben wir, März kommt das Kleine. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich noch einen dritten Pfleger hinzu. So 3 Pfleger für 2 Gehege und das sollte dann eigentlich gut sein. Da. Sie haben ja doch mehr als nur eine Aufgabe, ne? Ach, das machen wir jetzt auch ein bisschen hier allgemeiner. Nee, dann sind wir nämlich auch flexibler im Fall von Pausen. Dann ist immer jemand da, der was macht, ne? So, schön ist das hier noch nicht. Das wird noch schöner. Auf jeden Fall müssen wir jetzt sehen, dass wir noch die Kohle von den Leuten bekommen, die sich das hier anschauen. Wendenbüchsen. Wir könnten noch ein bisschen Mülleimer aufstellen. Bänke wären ganz nett. Wo sind sie denn? So, genau dahin. Dann nehmen wir noch eine Infotafel. Was haben wir denn hier noch? Umgebungslautsprecher. Da müssen wir auch noch was reinsetzen, ne? Kein Ambiente. Wüste bei Nacht ist natürlich auch nicht so ganz gut. Dschungel, Dschungel, Regenwald. Nee, das ist doch dumm. Das passt doch jetzt mal hier gar nicht. Wetter gibt es mittlerweile, das ist fein, das gab es auch in der Beta noch nicht. Och, da habt ihr keinen Bock drauf, gell? Guckst du betröpfelt, ne? Boah. Das ist doof. Regen ist doof, ne? Wohlbefinden. Was ist los? Ich muss doch nochmal irgendwie, ja, was können wir denn hier machen? Stabiler Rückzug. Da ist noch ein bisschen das Problem. Machen wir noch was. Gibt noch einen Rückzugspunkt dazu. Wir machen es noch ein bisschen schöner, oder? Hilft dir natürlich nicht bei deinem Kummer. Oh nee, das ist zu groß. Hier mal 4. So, und die Pflanzen, die haben wir auch noch nicht geprüft. Ein bisschen was können wir machen. Graslandschaft. Dann machen wir das doch noch. Natur. Proben nehmen wir raus. Und guck mal, Kappkörbchen. Das ist euch ein bisschen nett in der Hütte hier. Da geht jetzt ein bisschen was, da geht noch mehr. Der Vertrag da schon ein bisschen was, ne?
Rohrschiff. Rohrschiff ist nicht. Oh je, ich sehe schon, ich verliere mich total in der Zeit hier. Auf dem Brotbaum im Großen. Der soll was nutzen. Ist mir zu groß, das gefällt mir nicht. Tut mir leid, der muss weg. Elefantenbaum haben wir schon. So, jetzt haben wir so ein bisschen euch aus dem Blick verloren. Natur ist schon mal besser. Lebensqualität ist noch echt das Problem, ne? Ernährungszustand ist gut, okay. Wir müssen halt noch forschen, damit wir das mit der Lebensqualität hinbekommen. So, und jetzt ist doch schon März. Jetzt müsste doch eigentlich gleich der Nachwuchs kommen bei den Erdferkeln. Und deswegen machen wir doch jetzt eine kleine Pause und gucken uns das in Ruhe beim nächsten Mal an. Und machen dann noch das Gehege ein bisschen schöner bei den Wildhunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.